Meine Damen und Herren, zum Tagesordnungspunkt 10 liegt Ihnen die Drucksache 5/13127 vor. Es handelt sich um einen Antrag der Fraktion NPD mit dem Thema Schöner Leben ohne Moscheen, die Baupläne der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig-Gohlis stoppen. In der Aussprache ist folgende Reihenfolge: NPD, CDU, Die Linke, SPD, FDP, Grüne. Und außerdem hat der sächsische Ausländerbeauftragte um das Wort gebeten. Und selbstverständlich erhält auch noch die Staatsregierung die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen, sofern sie es wünscht. Wir beginnen mit der Aussprache für die NPD-Fraktion. Herr Abgeordneter Apfel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was vor Jahrzehnten im Westen seinen Anfang genommen hat, ist heute leider auch in Leipzig angekommen. Leipzig bildet den traurigen Schwerpunkt der schleichenden Islamisierung Sachsens, die demnächst zu Zuständen führen wird, wie man sie aus Berlin-Neukölln, Duisburg-Marxloh oder Köln-Ehrenfeld kennt. Zumindest dann, wenn man diesen Tendenzen nicht unverzüglich den Riegel vorschiebt. Noch gibt es Gott sei Dank keine größeren islamistischen Zentren im Erzgebirge oder in der sächsischen Schweiz. Doch in Leipzig zeigt sich schon an vielen Straßenecken, bildlich gesprochen zumindest, die gewaltverherrlichende Fratze eines islamischen Gotteskriegertums auf, das darauf abzielt, unsere kulturellen Normen zu beschädigen und unsere Rechtsordnung durch Scharia und Gewaltherrschaft zu ersetzen. Natürlich werden Sie mich belehren, dass das alles Panikmache ist und dass nur eine Minderheit der Muslime solchen Vorstellungen anhängt. Aber lassen Sie mich deshalb mal jemanden zitieren, der es besser weiß als Sie alle zusammen, den anerkannten Islamexperten Bassam Tibi, der hierzu äußerte, Zitat: Man muss offen sagen, die Religion des Islam erlaubt die Integration nicht. Ein Muslim darf sich einem Nicht-Muslim nicht fügen. Wenn er in der Diaspora lebt, dann ist das eine Notsituation und er kann sich absondern. Das besagt die normale Religion und nicht die fundamentalistische Variante. Zitat Ende. Das sollten Sie sich hinter Ihre Ohren schreiben. Man muss heute nicht in den Westen fahren, um Orientalisierung und Islamisierung zu beobachten. Es genügt ein Besuch in der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten. Türkische und arabische Geschäfte haben sich in den letzten Jahren massiv ausgebreitet. Nahezu alle einheimischen Läden sind verschwunden. Im Straßenbild sind Deutschen geradezu Exoten. Der Ausländeranteil beträgt im Leipziger Ortsteilzentrum Südost sage und schreibe 30,7%. Und als hätte Leipzig damit nicht schon genug Probleme, soll nun im Stadtteil Gohlis ein weiterer Brennpunkt entstehen, wobei der geplante Bau der Ahmadiyya-Moschee nur ein Teil des Problems ist. Deshalb, weil in unmittelbarer Nähe zum geplanten Standort der Moschee neue Asylbewerberunterkünfte eingerichtet werden. Hinzu kommt, dass ausgerechnet die Al-Rahman-Moschee von Hassan Dabasch, Salafistengemeinde, keine 2 Kilometer Luftlinie von diesem neuen Migrantenballungszentrum entfernt ist. Die Ahmadiyya-Gemeinde wird von den übrigen Muslimen nicht anerkannt. Die Salafisten wiederum sind die radikalste Strömung des sunnitischen Islam. Ein entweder gnadenloser, naiver oder böswilliger Mann wie Thomaskirchenpfarrer Christian Wolf gibt hier sehenden Auges einem neuen Gewalt- und Konfliktherd ganz offensichtlich seinen wenig pastoralen Segen. Dass die zu erwartenden Konflikte auf dem Rücken der ansässigen Bevölkerung ausgetragen werden, scheint diesen Herrn genauso wenig wie den Politiker der Rathausparteien einen feuchten Kehricht zu interessieren. Doch schauen wir uns auch die ach so harmlose Ahmadiyya-Sekte mal genauer an, die laut ihrem Oberguru Uwe alias Abdullah Wageshauser angeblich ein friedliches Zusammenleben anstrebt. Wie finden Sie denn folgende Passage aus der Einleitung des Ahmadiyya-Korans? Den Juden und Christen, so Zitat, wird geraten, nichts gegen den verheißenden Propheten zu unternehmen. Wenn sein Einfluss sich in einem Land bemerkbar macht, so sollen sie ihn akzeptieren. Es wird keinen Sinn haben, sich ihm zu widersetzen oder den Versuch zu machen, sich der heranbrandenden Flut seiner Botschaft entgegenzustemmen. Widersetzlichkeit würde nur bedeuten, dass die Widersacher selbst vernichtet werden. Zitat Ende. Ob Thomaskirchenpfarrer Wolf oder Damen und Herren Christdemokraten hier im Landtag das mit dem Zugrunde gehen oder der Vernichtung des Christentums ähnlich sehen?
Eventuell sind es ja solche Aussagen, die den Kollegen Rost von der CDU bewogen haben, in seinem CDU-Ortsverband auf einmal Stimmung gegen den Moscheebau zu machen, nachdem er sich zu solchen Themen hier im Landtag regelmäßig ausschweigt. Wir haben jedenfalls seine Anregung aufgenommen, gerne aufgenommen und sie in unseren Antrag integriert. Und eventuell erläutert er uns ja heute seinen Sinneswandel. Vielleicht ergreift aber auch der bislang nicht gerade als Islamisierungsgegner bekannte CDU-Abgeordnete Klemen heute mal das Wort und erklärt den Leuten, wieso er urplötzlich in dasselbe Horn bläst, aber allzu offenherzige Islamkritiker in seiner Partei unter Druck setzt. So zum Beispiel seine Parteifreundin Katrin Viola Hartung vom Ortsverband Leipzig Süd, die die Petition der Bürgerinitiative Golis sagt Nein erst vehement unterstützt hat, dann aber einen Rückzieher gemacht hat mit der vorgeschobenen Begründung, nach der unsäglichen und auch von der NPD verurteilten Schweinekopfaktion auf Distanz gehen zu müssen. Man fragt sich, warum soll das auf einmal eine Begründung sein, wo sich doch auch die Bürgerinitiative Golis sagt Nein auf Schärfste von dieser widerwärtigen, sinnlosen Schweinerei distanziert hat. Aber wie ist denn nun die offizielle Position der CDU zur Moscheefrage, Herr Rost, Herr Klemen? Oder kommt gleich wieder Herr Gillow anspaziert, um uns zu erklären, dass der Islam doch eine ganz tolle, friedwärtige Sache ist und die Ahmadiyya-Gemeinde sowieso, weil sie am Neujahrstag die Straße fegt? Nein, meine Damen und Herren, ziehen Sie sich nicht wieder aus der Affäre, sondern bekennen Sie heute endlich einmal Farbe. Wir geben Ihnen die Gelegenheit und nichts sollte Sie davon abhalten, unserem Antrag zuzustimmen. Sagen Sie Nein zur Ahmadiyya-Moschee in Leipzig-Golis und fordern Sie auch hier im Landtag die Staatsregierung auf, diesen kulturellen Supergau mit § 34 des Baugesetzbuches zu stoppen, anstatt nur Lippenbekenntnisse im Ortsverband abzugeben. Sprechen Sie gegen die Missionierungs- und Expansionsbestrebungen der Ahmadiyya-Gemeinschaft aus, deren erklärtes Ziel es ist, 100 Moscheen in Deutschland zu errichten und die Vorherrschaft des Islams zu errichten. Sorgen Sie dafür, dass solche leidigen Moscheedebatten künftig nicht mehr notwendig sind hier im Landtag, weil Sachsen sich prinzipiell gegen jeglichen Bau von Moscheen ausspricht. Ich habe bereits mehrfach hier im Landtag deutlich gemacht, dass wir Nationaldemokraten den hier lebenden Muslimen ihre Religionsfreiheit nicht streitig machen wollen. Doch zur Ausübung der Religion bedarf es keiner Moscheen und erst recht keiner Minarette, seien es auch nur Zierminarette, die letztendlich nichts anderes als provokative Symbole der muslimischen Landnahme sind. Heute, meine Damen und Herren, haben Sie die Chance, den Bau der ersten Moschee mit Minarett in Mitteldeutschland zu verhindern. Nutzen Sie die Chance, machen Sie klar, dass die Islamisierung in unserer schönen sächsischen Heimat keine Chance hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun die CDU-Fraktion. Herr Abgeordneter Krasselt. Herr Krasselt, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Heute an dieser Stelle bin ich besonders dankbar, in einer funktionierenden Demokratie leben zu dürfen. Bin ich doch in einer Diktatur geboren, aufgewachsen und habe Teile meines Familien- und Berufslebens dort zugebracht. Denn basierend auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung unseres Freistaates Sachsens existieren in unserem Land einklagbare persönliche Freiheiten. Paragraph 19 Absatz 1 der Sächsischen Verfassung möchte ich gern zitieren. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ein politisch unabhängiges... Hören Sie mal bis zu Ende, ja? Ein politisch unabhängiges Bundesverfassungsgericht bzw. Verfassungsgerichtshof Sachsens können von jedermann angerufen werden, um die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und Vorgehensweisen nachzuprüfen. Unser Land verfügt darüber hinaus über ausreichende Gesetze, demokratische Begehren zu schützen, genauso wie verfassungsfeindliches Verhalten und die vollziehende Gewalt des Staates als auch unabhängige Gerichte übrigens ein Markenzeichen einer wirklichen Demokratie zu verfolgen, zu verbieten
und zu ahnden. Das alles wissen natürlich die Mitglieder der NPD-Fraktion. Nur akzeptieren sie diese Strukturen nicht. Der vorliegende Antrag ist dafür einmal mehr beispielgebend. Der geplante Bau der Al-Madiyah-Moschee in Leipzig-Gohlis sorgt in der Bürgerschaft von Leipzig natürlich für lebhafte Diskussionen. Die Fragen der Bewohner, vor allem der des unmittelbaren Umfeldes, um den möglichen Bauplatz und auch noch so kritische Fragen sind völlig berechtigt. Und darauf müssen Antworten gegeben werden. Die Sorgen und Ängste der Menschen sind sehr ernst zu nehmen. Das gilt aber in gleicher Weise auch für die Befürworter des Moscheebaus. Beschimpfungen und Diskreditierung sind keine Argumente. Dass die NPD die Sorgen und Ängste der betroffenen Bewohner einmal mehr missbraucht, ihre ewig rückwärtsgewandte, pluralismusfeindliche und damit intolerante Gesinnung zu untermauern, war zu erwarten, ist damit aber nicht weniger schändlich. So oft man in die Weltgeschichte zurückblickt, immer hat Intoleranz in eine Sackgasse zum Aus der verantwortlichen politischen Systeme geführt und dabei den betroffenen Völkern geschadet. Gerade wir Deutsche sollten doch mit Blick auf das vergangene Jahrhundert wissen, was Intoleranz und damit Demokratiefeindlichkeit bedeutet. Aber die Menschen unseres Landes und wir, ihre Vertreter im Sächsischen Landtag, haben in übergroßer Mehrheit daraus gelernt. Nur sie von der NPD eben nicht, leider. Toleranz und damit Akzeptanz Andersgläubiger, ich wiederhole mich an dieser Stelle gern, sind in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt. Zum Moscheebau selbst. Ich kann nicht einschätzen, ob sich das rechtlich an den Begehrten, ob sich das Bauvorhaben der Al-Madiyah-Gemeinde baurechtlich an der besagten Stelle errichten lässt oder sich in die vorhandene Bebauung einfügt. Das hängt auch überhaupt nicht von meiner persönlichen Auffassung ab oder der eines anderen Abgeordneten dieses Hauses, schon gar nicht von denen der NPD. Es sei denn, es handelt sich um Mitglieder des Stadtrates von Leipzig. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut deutscher Demokratie und sie hat sich in herausragender Weise, wie sich an zahllosen Beispielen belegen ließe, bewährt. Allein daraus wird deutlich, was die NPD-Fraktion beabsichtigt. Denn dass ihre Mitglieder nicht um die kommunale Selbstverwaltung wissen, glaube ich ihnen einfach nicht. Es geht ihnen, ich wiederhole mich, nur darum, Ängste zu schüren, Spannung zu vertiefen, der Demokratie zu schaden. Ich bin mir dagegen sicher, dass die Stadt Leipzig die ihr übertragene Selbstverwaltung gewissenhaft im Interesse ihrer Bürgerschaft ausübt. Nicht nur das Baugesetzbuch, auch von der Stadt erlassene Bauvorschriften sind dafür Basis. Natürlich ist die Stadtverwaltung aufgefordert, über das Vorhaben transparent zu informieren und besagte Vorschriften allgemeinverständlich zu erklären. Und selbstverständlich können die städtischen Entscheidungen rechtlich überprüft und juristisch angegriffen werden. Meine Damen und Herren von der NPD-Fraktion, so funktioniert Demokratie und im Unterschied zu Ihnen bin ich stolz darauf, an ihr mitarbeiten zu können. Danke. Vielen Dank, Herr Krasselt. Die Linke hat keine Wortmeldung. Die SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Mann. Sie haben das Wort, Herr Mann. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende Antrag der NPD stellt einen kaum verdeckten Versuch dar, Islamfeindlichkeit und die Aushöhlung von Grundrechten, insbesondere des Grundrechts auf freie Ausübung der Religion, zu propagieren. Verdeckt, weil er vorgibt, im Rahmen gesetzlicher Regelungen zu agieren, tatsächlich aber reicht ein kurzer Blick in die einschlägigen, teilweise ja selbst zitierten Gesetze, das Gegenteil nachzuweisen. Im ersten Punkt fordern Sie von der NPD die Staatsregierung auf, in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen,
Das wurde schon gesagt, die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland hat die Selbstverwaltungsgarantie in Artikel 28 des Grundgesetzes und damit Verfassungsrang. Ich für meinen Teil und mit mir die demokratischen Fraktionen des Landtags können nicht erkennen, worin die Grundlage für einen Eingriff und Beschränkung dergleichen liegen sollte. Der von Ihnen hier zitierte § 34 Absatz 1 des Baugesetzbuches bietet nach Einschätzung von Fachexperten keine Handhabe, den Bau einer Moschee oder eines anderen Sakralbaus an der beschriebenen Stelle zu verhindern. Der Fachanwalt für Baurecht und Lehrender an der Universität Leipzig zum Beispiel, Dr. Roman Götze, sagt dazu, die Gemeinde besäße sogar so etwas wie einen robusten Bauanspruch, denn das Baurecht wird in Deutschland nicht verliehen. Die Baufreiheit speist sich dagegen aus dem Eigentumsrecht. Auch das ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht. Sakralbauten, so er weiter, sind regelmäßig solitäre. Sie entziehen sich typischerweise einer schematischen baurechtlichen Betrachtung. Aber mal abseits dieser sicher zutreffenden fachlichen juristischen Bewertung, meine Damen und Herren. Wo bitteschön fällt denn dieses Vorhaben aus dem Rahmen der Umgehungsbebauung? Oder aber beeinträchtigt das Ortsbild, wie es in Ihrer Begründung heißt? Ich kenne die Georg-Schumann-Straße gut. Sie liegt in meinem Wahlkreis. Nun kenne ich auch das potenzielle Baugrundstück an der Georg-Schumann-Straße 29 näher. Ich muss selber zugeben, bisher fiel es tatsächlich nicht ins Auge, bestenfalls noch die Litwaßsäule davor. Wer wirklich mal vor Ort fällt, der wird feststellen, dass es sich um ein unbebautes Eckgrundstück handelt. Es wuchern dort Bäume, es stehen unschöne Reste von Bautafeln als Betonsockeln ohne Monument und Künden von mehrfach gescheiterten Bauprojekten. Direkt neben dem Grundstück ist ebenso eine Baulücke. Direkt hinter dem Grundstück liegt ein viergeschossiger, jedoch seit Jahren lange leerstehender Altbau und auch gegenüber auf der Georg-Schumann-Straße grüßt eine Baulücke. So sehr ich es wirklich Golis und der Schumi gönnen würde, meine sehr verehrten Damen und Herren, von einer intakten städtebaulichen Bild, wie Sie es in Ihrer Begründung zitieren, und zwar von der sogenannten weitgehend virtuellen Bürgerinitiative Golis sagt Nein, ist die Georg-Schumann-Straße an dieser Stelle so weit entfernt wie der Mars vom Mond. Und hinter letzterem scheinen Sie zu wohnen. Denn im zweiten Punkt Ihres Antrags fordern Sie, dass sich der Sächsische Landtag gegen die Handlung einer Religionsgemeinschaft aussprechen soll. Zudem übrigens ausgerechnet derjenigen, die als erste muslimische Vereinigung in Deutschland die Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts erhalten hat. Ein Status also, den sonst in Deutschland nur die großen christlichen Kirchen und die jüdische Gemeinde innehaben. Wir alle genießen in Deutschland Religionsfreiheit. Diese wird durch Grundrecht in gleich drei Paragraphen ausdrücklich geschützt. Der erste, der Paragraph 4, wurde bereits zitiert. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich und die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und dies aus gutem Grunde, denn die Verfassungsväter und Mütter haben ihre Lehren aus dem 9. November 1938 gezogen und wollten verhindern, dass erneut Menschen in Deutschland aufgrund ihrer Religion ausgegrenzt werden. Genau das aber, genau das fordern Sie deutlich im dritten Punkt Ihres Antrages. Da geht es schon lange nicht mehr um abstruse Sicherheitsbedenken, angeblich negative städtebauliche Folgen oder Fragen der Religionsausübung. Da geht es schlicht darum, einer Religionsgemeinschaft genau dieses Recht abzusprechen. Ich frage Sie also daher, wo würden wir denn landen, wenn wir Ihrem Antrag nachgeben würden? Heute die Moschee, morgen wieder die Synagogen und dann die Kirchen? Und was dann? In der Nacht vom 14. zum 15. November bekamen wir davon schon eine Ahnung, als Unbekannte an der Georg-Schumann-Straße 29, dem geplanten Bauplatz, 5 Schweinsköpfe aufspießten, literweise Blut vergossen und Brand stifteten. Übrigens angekündigt von der von Ihnen bemühten sogenannten Bürgerinitiative. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu werden wir es nicht kommen lassen und im Interesse aller Sachsen Ihren Antrag ablehnen. Dankeschön. Das war Herr Mann für die SPD-Fraktion. Herr Krasselt hat für die Koalitionsfraktionen gesprochen. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nicht. Damit ist die erste Runde beendet und ich bitte jetzt den sächsischen Ausländerbeauftragten Professor Gelo das Wort zu nehmen. Und Sie bitte ich um Zurückhaltung, meine Dame und die Herren von der NPD. Herr Gelo, bitte.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die folgenden Worte sage ich als Ausländerbeauftragter und als Christ. Im Jahre 2012 hatten einige von uns die Gelegenheit zum Besuch Israels und im dortigen Jerusalem-Museum. Und dort konnten wir einige Rollen von Qumran sehen. Und der Text in den Rollen von Qumran sprach von den Kindern des Lichtes und den Kindern der Dunkelheit. Die Kinder des Lichtes, das waren die Anhänger der Qumran-Gemeinde. Die Kinder der Dunkelheit, das waren alle anderen. Sie waren der Verdammnis geweint. Diese Abgrenzung zwischen Mitgliedern des jeweilig einzig rechtigen Glaubens und den anderen ist eine Eigenschaft aller Religionen und zeigt uns damit ihre eigenen Licht- und Schattenseiten. Was ist das Licht aller Religionen? Die große Leistung aller Weltreligionen, also des Christentums, des Judentums, des Islam, des Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, vereint, dass sie das Gute im Menschen und die Nächstenliebe wecken und stärken. Alle wesentlichen Religionen vertreten die goldene Regel: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Was sind die Schattenseiten der Religion? Andersgläubige werden anders behandelt. Im schlimmsten Falle werden sie verdammt, entweder von Gott oder von den Rechtglaubenden selbst. Die Geschichte der letzten 2000 Jahre zeigt zwei Weltreligionen, die in ihrem Bestreben, die Welt zu missionieren, breite Blutspuren hinterlassen haben. Der Islam und das Christentum. Wer den Islam aufgrund jahrhundertealter Zitate verunglimpft, wie das die NPD tut, muss das Gleiche auch für das Christentum zulassen und stößt dann schnell auf Hässliches. Doch so kommen wir nicht weiter. Heute streben Christen in aller Welt die ökumenische Zusammenarbeit an und schließen darin auch andere Religionen ein. Auf der Tagesordnung stehen also gelebter Dialog und Toleranz. Und in der Diskussion wird häufig die Frage allerdings auch gestellt, warum hier in Deutschland den Bau von Moscheen zulassen, wenn gleichzeitig in einigen Ländern keine Kirchen gebaut werden dürfen. Ganz einfach, Deutschland steht für Freiheit auch der Religionsausübung. Solange sie auf dem Boden unseres Rechtsstaates erfolgt. Diese Freiheit haben wir uns in unserer Geschichte immer wieder hart erkämpft, auch 1989. Die ewig gestrigen Thesen der NPD führen nicht nur in den interreligiösen Konflikt, sondern führen von allem weg von den Errungenschaften unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie steht für die Unabhängigkeit von Kirche und Staat und für das Primat der Politik und des einheitlichen Rechtes auch im Verhältnis zu den Religionen. Das bedeutet konkret Freiheit der Religionsausübung für jeden Einzelnen, sofern er dabei nicht gegen die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft verstößt. Und das ermutigt uns, Grundordnung, danke, und das ermutigt uns, uns auch auf diesem Feld um ein konstruktives Miteinander der Religionen zu bemühen. In der letzten Woche gab es eine Bürgerversammlung in der Leipziger Michaeliskirche zum geplanten Moscheebau dort. Der Pfarrer der Michaeliskirche hatte sie als Ort der Begegnung und des Dialogs zur Verfügung gestellt. Einige Bürgerinnen und Bürger äußerten Ängste vor Islamisierung und Radikalisierung unserer Gesellschaft. Andere hatten Sorgen, dass das Stadtviertel in Verruf gerät. Über solche Ängste müssen wir reden, ganz klar. Doch dieser Dialog zeigte auch den Weg aus dieser Angst heraus. Dass alle, auch die Religionsgemeinschaften, die freiheitlich-demokratische Grundordnung einhalten. Auch die Religionsgemeinschaften. Kooperieren wir in diesem Geist miteinander, auch über Religionsgrenzen hinweg, finden wir das, was uns vereint, auf Augenhöhe. Der englische Theologe John Hicks ist uns auf diesem Weg schon ein wenig vorausgegangen. Er vermittelt uns die neue Einsicht und jetzt aufgepasst, Gott hat viele Namen. In der letzten Woche sah ich ein Bild, das zeigte, was er damit gemeint hat. Mit dem Innenausschuss des Landtages besuchte ich das Kommando der Bundeswehr in Prizren, Kosovo. Wir trafen uns dort mit sächsischen Soldatinnen und Soldaten im Andachtsraum. Dort an der Stirnwand entdeckte ich die Wandmalerei
Sie veranschaulichte in einer bewegenden Art, wie alle großen Weltreligionen aus der einen Quelle gespeist werden, die wir Gott nennen. Interessierte können sich dieses Bild demnächst auf meiner Internetseite anschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, wozu religiöse Feindseligkeit und Kampf führen können, das sehen wir ganz drastisch am Libanon, dessen Flüchtlinge in großer Zahl zu uns streben. Wir brauchen kein Land mit libanesischen Verhältnissen. Seien wir stattdessen Friedensstifter, Seien wir stattdessen Friedensstifter zwischen den unterschiedlichen Religionen unter uns. Öffnen wir uns neuen Moscheen, Tempeln und Synagogen. Fördern wir das konstruktive Miteinander auf Augenhöhe. Unterstützen wir echten Religionspluralismus auch hier in Sachsen. Das Bundesland Hessen hat die Ahmadiyya-Gemeinde offiziell anerkannt. Dem ging eine gründliche Prüfung voraus. Und das sollte uns zeigen, nicht die Angstmacher der NPD, sondern interreligiöse runde Tische wie der seit 2006 in Leipzig zeigen uns den Weg nach vorn. Ich wünsche dem Moscheebau ein gutes Gelingen, um Gottes Segen und die Bitte um Ablehnung des Antrages der NPD. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war der sächsische Ausländerbeauftragte. Die erste Runde ist vorbei. Gibt es Redebedarf für eine weitere? Herr Abgeordneter Ganzel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon eine ziemlich erbärmliche Vorstellung, die insbesondere die Union hier abgegeben hat. Erst springt die Leipziger CDU als vermeintlich moscheekritischer Löwe und dann macht überraschenderweise Herr Krasselt hier den Gillow im Landtag und landet somit als Bettvorleger der Islamlobby. Ich finde es für die NPD-Fraktion außerordentlich schade und auch vor allem mutlos, dass weder Herr Rost noch Herr Klemen hier das Wort ergriffen haben, um uns allen mal die Position der Leipziger CDU zu erläutern. Aber wie immer duckt man sich weg und versucht sich in der Positionslosigkeit. Aber Sie können mir glauben, dass das in Leipzig von den Wählern, gerade auch den Konservativen in der Stadt, sehr wohl registriert wird. Mein Fraktionskollege Holger Apfel hat bereits erwähnt, auch die angeblich so lammfromme Ahmadiyya-Gemeinschaft propagiert den Dschihad und droht Andersgläubigen ganz offen mit der Vernichtung. Wo bleiben bei der Islamistenabwehr eigentlich Innenminister Ulbich, Verfassungsschutzpräsident Meyer Plath oder Leipzigs FOPO-Major Bernd Merbitz, die sonst doch immer zur Stelle sind, wenn es um die Drangsalierung deutscher Patrioten geht? Wenn eine expansionistische Islamsekte aber ganz offen mit der Vernichtung Andersdenkender droht, dann spielen diese drei Herren, die drei Affen, nichts hören, nichts sehen und nichts sagen. Bernd Merbitz hat sich übrigens schon vor Wochen beeilt, der Ahmadiyya-Gemeinde seine unbeschränkte Sympathie zu versichern und lobt den Moscheebau in den höchsten Tönen. Dabei handelt es sich bei der Ahmadiyya mitnichten um eine moderate Reformgemeinde. Diese Glaubenssekte verzichtet bloß auf die bekannte islamistische Märtyrer- und Eroberungsrhetorik, sondern kommt stattdessen auf Samtpfoten daher und weist dabei die naive Toleranzduselei neudeutscher Multikulti-Apostel für ihre Zwecke auszunutzen. Und dieser, na gut, ich verkneife mir jetzt einen Kommentar, obwohl ich eigentlich ja nichts gegen Ordnungsrufe habe, aber dieser grenzenlos naive Redebeitrag von Herrn Gillow zeigt ja, dass auch er der Ahmadiyya-Gemeinde längst auf den Leim gegangen ist. In ihrem Buch Ahmadiyya-Bewegung des Islam schreibt die Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin Hiltrud Schröder über diese muslimische Sekte, ich zitiere, das politische Ziel der Ahmadiyya ist die Errichtung einer islamischen Ordnung auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Das bedeutet Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Einrichtung des Kalifats mit Scharia-Recht. Sie setzt eine Doppelstrategie ein, Anpassung und Integration einerseits, Machterweiterung der Führung andererseits. Und weiterhin, Frau Schröter, in Deutschland setzt die Ahmadiyya eine Doppelstrategie ein, aus Anpassung und Wohlverhalten der Gefolgschaft einerseits und Machterweiterung der Führung andererseits. Wie islamistische Gruppierungen verbindet sie, ich zitiere weiter, uralte, mythische, eschatologische Ideen mit islamischen Dschihad-Vorstellungen, erteilt allerdings der Gewalt eine Absage.
Sie ist pragmatisch genug, das eigentliche Ziel zurückzustellen, bis sie eines Tages über mehr Macht verfügt. Trotz Tarnung bleibt dieses Ziel erkennbar. Zitat Ende. Das sind übrigens keine Analysen irgendeines NPD-Vertreters, sondern einer Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin, die sich mit dem Islam im Allgemeinen und mit dieser Gemeinde im ganz Besonderen beschäftigt hat. Wie es die Ahmadiyya mit der Meinungsfreiheit hält, zeigte unter anderem die Islamsekte durch ihre Strafanzeige gegen Hiltrud Schröder wegen vermeintlicher Beschimpfung von Glaubensbekenntnissen. Das Frankfurter Landgericht wies diese Vorwürfe jedoch als haltlos zurück und stellte das Verfahren im März 2003 ein. Die Richter sprachen der Wissenschaftlerin ausdrücklich das Recht zu, Parallelen zwischen der Ahmadiyya und mafiösen Strukturen zu ziehen. Apropos mafiöse Strukturen. Nach Medienberichten soll die Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde gerade einmal über 70 Mitglieder verfügen. Wenn man für so wenige Anhänger aber die erste Minarettmoschee Leipzig bauen will, dann wirft das aus Sicht der NPD viele Fragen auf. Aus welchen zwielichtigen Quellen bringt eine so kleine Gemeinde so viel Geld für einen prächtigen Moscheebau auf? Und wer sind die Hintermänner? Den Rest im Schlusswort. Meine Damen und Herren, ich frage die Staatsregierung, wird das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Herr Ganzer, Sie stehen hier vorne, weil Sie jetzt noch das Schlusswort halten wollen. Bitte. Aus welchen zwielichtigen Quellen bringt eine so kleine Gemeinde so viel Geld für einen prächtigen Moscheebau auf und wer sind die Hintermänner? Die Frage muss erlaubt sein, denn die Wurzeln dieser Gemeinde liegen in Pakistan, das bekanntlich Rückzugsraum aller möglichen islamischen Religionseiferer und Gotteskrieger ist. Und nicht nur die NPD fragt sich, woher eine so kleine Gemeinde das immense Selbstbewusstsein nimmt, um den alteingesessenen Bürgern gegen deren Mehrheitswillen einfach ein steinernes Monument der islamischen Landnahme vor die Nase zu setzen. Dieser Moscheebau wird von den Bauherren der Ahmadiyya ganz offensichtlich als Machtdemonstration des Islam in einer historisch völlig unislamischen Stadt gesehen. Um ihr erklärtes Ziel, die Vorherrschaft des Islam zu erreichen, planen die Ahmadiyyas den Bau von 100 Moscheen auf deutschem Boden. Das Leipziger Prestigeprojekt wäre Nummer 35 in dieser Liste. Die Stadt signalisierte, wir wissen es bereits, grünes Licht. Doch in der Bevölkerung wächst der Unmut von Tag zu Tag, wie man nicht zuletzt an dem immensen Zuspruch für die Bürgerinitiative Golis sagt Nein ablesen kann. Ihre Facebook-Seite hat mittlerweile mehr als 7.500 Unterstützer und ihre Petition gegen den Moscheebau wurde schon von über 3.800 Personen unterzeichnet. Viele Bürger in Leipzig befürchten zu Recht, dass sich ihr Stadtteil zu einem Konfliktherd und zu einer Pilgerstätte religiöser Eiferer entwickelt. Anführer der Ahmadiyya-Sekte ist mit ihrem sogenannten Emir Abdullah Uwe Wageshauser, ein Alt-68er, der sich früher als Kommunade in der linksstudentischen Parallelwelt wohlfühlte und diese heute durch die islamische Parallelwelt eingetauscht hat. Mittlerweile hat er die Mao-Bibel gegen den Koran eingetauscht und heute sucht er sein Heil nicht mehr bei Marcuse und Adorno, sondern bei Allah. Die Begeisterung für totalitäre Ideen ist bei Emir Wageshauser somit aber geblieben. Meine Damen und Herren, die NPD ist die einzige politische Kraft, die den Plänen von Apo-Opa Wageshauser und seiner Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig entgegentritt. Bereits am 2. November hat die NPD deswegen, unterstützt von vielen Anwohnern, eine Demonstration in Leipzig-Golis durchgeführt. Selbst linke Stadträtin Juliane Nagel gab auf ihrer Netzseite zerknirscht bekannt, dass sehr viele Bürger die NPD-Veranstaltung mit sichtbarer Sympathie verfolgt haben und das, obwohl viele Bürger von linken Bodentruppen von Frau Nagel eingeschüchtert und bedroht wurden. Diese Kundgebung gegen die Moscheepläne in Golis wird aber nicht die letzte Aktion der NPD gewesen sein, um den Mehrheitswillen der Golisser Bürger zu Gehör zu bringen. Dass die Moscheebaupläne von uns zum Hauptthema im Leipziger Kommunalwahlkampf 2014 gemacht werden, versteht sich von selbst. Sie haben heute aber die Gelegenheit, das Ruder noch herumzureißen und die Bürger in Leipzig-Golis von der Last künftiger Konflikte rund um die geplante Ahmadiyya-Moschee zu befreien. Oder aber Sie lehnen unseren Antrag ab und geben damit auch von Dresden aus grünes Licht. Bitte zum Schluss kommen. Oder Sie geben auch von Dresden aus grünes Licht für den Moscheebau in Leipzig-Golis. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir das in Leipzig zum Thema des nächsten Jahres machen werden.
Meine Damen und Herren, ich stelle nun die Drucksache 5/13127 zur Abstimmung. Und wer zustimmen möchte, zeigt das jetzt an. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Danke sehr. Gibt es Stimmenthaltung? Bei keinen Stimmenthaltung, wenigen Stimmen dafür, ist dieser Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt worden, meine Damen und Herren. Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet.